Wir sehen heute ein Meer aus Grün an der Wall Street, nachdem es so herrlich schlechte Nachrichten aus der Wirtschaft gegeben hat. Und das ist wieder mal ein Beleg dafür, wie stark sich Finanzmärkte und Realität voneinander entkoppelt haben. Man feiert also schlechte Nachrichten, feiert hier konkret in diesem Fall, dass die Stundenlöhne in den USA deutlich geringer gestiegen sind als erwartet, was ja nichts anderes bedeutet, als dass die Menschen an Kaufkraft weiter verlieren angesichts der Inflation. Aber die Märkte sagen sich, wir wollen die Droge. Liebe Fette, gib uns unsere Droge, wir haben es schlichtweg verdient. Und dementsprechend hofft man jetzt eben auf ein Umsteuern der Fed. Das kleine Problem an dieser Geschichte ist, die Fed wird nicht umsteuern. Sie wird vor allem nicht so schnell umsteuern, wie die Märkte jetzt hoffen. Dementsprechend kann diese Rallye noch weitergehen, die ich ja ein Stück weit antizipiert hatte. Aber sie wird früher oder später wieder abverkauft. Es handelt sich wieder mal nur um eine Bärenmarkt-Rallye, die allerdings vielleicht Potenzial schon deswegen hat, weil viele eben Short noch spät gegangen sind, die Johnnies come late. Also diejenigen, die dann immer auf einen bereits abgefahrenen Zug aufspringen, sind vielleicht da aufgesprungen. Aber schauen wir uns das Geschehen mal an. Hier sehen wir das Meer aus Grün. Dow Jones 1,8, Nasdaq 100, knapp 2%, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme S&P 500 1,8%, der VIX 4,5% im Minus, wir sehen eine Apple deutlich im Plus, es hat sogar eine Tesla wieder ins Plus geschafft und das ist insofern erstaunlich, wenn wir uns mal den Intraday-Tagesverlauf hier anschauen, die Aktie massiv unter Druck, warum dazu gleich mehr, heute zunächst mal 7% verloren, um jetzt dann noch ins Plus zu drehen, das nennt man Volatilität in diesem Chart von Capital.com, meine Damen und Herren. Aber schauen wir uns einfach mal diese Geschichte an mit diesen heutigen Arbeitsmarktdaten. Die Headline-Zahl, also die Zahl neuer Stellen, sogar über der Erwartung, was ja eigentlich von den Märkten nicht gerade gutiert wird. Aber man hat sich eben auf die Stundenlöhne hier fokussiert und das durchaus mit Recht. Wir haben jetzt zuletzt gesehen, dass gerade Tech-Firmen sehr viele Leute entlassen haben. Und hier hat ein Kommentator auf YouTube einen sehr, sehr guten Punkt gemacht, der gesagt hat, viele Entlassene, die bekommen ja weiterhin eine Abfindung. Etwa wer von Amazon entlassen wird, der bekommt dann meistens 3 Monate noch Gehalt oder von Salesforce. Und dementsprechend taucht er eben in keiner Statistik auf, ist aber faktisch arbeitslos, bekommt aber halt noch Geld vom ehemaligen Arbeitgeber. Dementsprechend werden wir wahrscheinlich die Effekte dieser Massenentlassungen, die wir da sehen, wahrscheinlich erst später sehen. Goldman Sachs jedenfalls hat er gesagt, naja, alles über 200.000, dann fällt der S&P 500 1 oder 2%. Die Zahl war über 200.000 neue Stellen. Und was passiert? Nein, man steigte 2%. Also wer das Gegenteil dessen tut, was Goldman Sachs empfiehlt, der hat vielleicht gar nicht so schlechte Karten am Markt, meine Damen und Herren. Aber zurück zu den Stundenlöhnen, die heute den ersten Trigger für die Rallye ausgemacht haben heute. Wir sehen, dass nicht nur die heute gemeldeten Stundenlöhne aus dem Dezember niedriger waren als erwartet, sondern man hat auch die Daten des Vormonats deutlich nach unten korrigiert, nämlich von 0,6% auf jetzt nur noch 0,4%. Wenn wir uns an die letzten Arbeitsmarktdaten erinnern, als eben diese Stundenlöhne von 0,6% aufpoppten, waren die Märkte geradezu geschockt. Aber das war alles offenkundig gar nicht so wirklich real. Das hat man jetzt revidiert. Das zeigt auch so ein bisschen diese, naja, wie soll ich sagen, Idiotie mit Statistiken. Jedenfalls sehen wir, dass in dieser Grafik, die Nick Timiraos, das Mauspiece der Fed gewissermaßen hier zeigt, eben das sich angedeutet hat, was ich beim ADP schon jetzt die letzten Tage oder seit gestern erwähnt habe, dass die Lohnanstiegsdynamik irgendwie raus ist. Wir sehen hier, das geht klar nach unten. Es ist also nicht so, dass die Löhne fallen, aber die Anstiegsdynamik ist irgendwie raus. Die wird immer geringer. Und das ist ja eine ganz, ganz große Sorge der Fed, dass sie so eine solche Lohnpreisspirale eben hier bekämpfen muss. Und nicht nur das, wir sehen auch die sogenannten Average Hourly Earnings, also wie viel die Arbeitnehmer in einer Woche gearbeitet haben, geht weiter zurück, ist jetzt so niedrig wie seit 2 Jahren nicht mehr. Auch das zeigt, dass möglicherweise hier schon erste Friktionen am Arbeitsmarkt der Fall sind. Die Fed aber sagt, naja, die Zahl war doch immer noch so gut.
Die wird erstmal weitermachen. Die sieht sich bestätigt durch die heutigen Daten und dazu gleich mehr. Jetzt schauen wir uns dann mal, um 16 Uhr kam dann die ISM Index Service Daten und die waren ein echter Schocker. Da ist man jetzt plötzlich unter die Marke von 50 gefallen. Das bedeutet Kontraktion. Der Sektor schrumpft also. Das ist das erste Mal seit Mai 2020, dass der so starke Sektor Dienstleistung, der in den USA ja so wichtig ist, dass der unter die Marke von 50 fällt, damit schrumpft. Damit hatte keiner gerechnet und da kam dann die zweite Rallye-Welle sozusagen. Oh, super schlechte Nachrichten aus der Wirtschaft. Heißt, die Fed muss früher umsteuern und hier zum Beispiel sehen wir, was Vijay Patel sagt. Normalerweise, wenn jetzt sowohl der ISM-Dienstleistung als auch ISM-Gewerbe, der ja schon länger unter der 50er-Marke ist, schrumpfen, also unter der 50er-Marke sind, dann ist die Fed normalerweise bereits dabei, die Geldpolitik wieder zu lockern. Aber wird sie das tun? We will see. Nein, sie wird es wohl nicht tun. Das zumindest erwartet hier Morgan Stanley. Hier sehen wir mal diese Grafik hier mit Jerome Powell. Die Fed sagt letztendlich den Aktienmärkten immer wieder, je größer ihr eine Rallye veranstaltet, umso länger und schmerzhafter wird unser Kampf gegen die Inflation. Also lasst es bitte. Darauf bezieht sich auch Morgan Stanley. Die sagen, ja, die Financial Conditions sind nach wie vor zu locker, also die Finanzkonditionen sind noch zu locker, also ist eben ein Umsteuern der Fed nicht wirklich in Sicht, noch lange nicht in Sicht. Heute Bostic, der seitens der Fed sich geäußert hat und der gesagt hat, ja, also ich will, dass die Zinsen so bei 5 bis 5,25% sind. Ich habe, mir ist egal, ob wir jetzt im Februar die Zinsen um 0,25 oder um 0,5% anheben, aber anheben werden wir sie, Subtext. Und die Arbeitslosigkeit wird ein bisschen steigen. Schnipp und Schnapp und ich sehe die Rezession nicht als mein Baseline-Szenario, also praktisch als die Grundannahme. Ich tue das schon, aber ich bin halt auch kein Notenbanker, der das vielleicht nicht so sagen darf. Also wir sehen, hier ist überhaupt nichts zu erkennen von Umsteuern. Bostic sagte, we've got to stay the course, inflation is too high. Und das ist nichts anderes als eben die Ansage an die Märkte, Jungs, übertreibt es nicht mit eurer Rallye. Dementsprechend bleibe ich dann übergeordnet eben in diesem Camp, die sagen, nein, 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 wir werden noch neue Tiefs sehen, daran hat sich nichts geändert, auch wenn ich diese Rallye gewissermaßen gecallt habe, weil eben schlichtweg die Indikatoren es angezeigt haben, weil wir gleichzeitig charttechnisch an neuralgischen Marken waren. Dementsprechend zählt man 1 zu 1 zusammen und kommt dann zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit. Es kann immer auch anders laufen, aber man hat dann eben eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Und wer an den Märkten handelt, sollte die höhere Wahrscheinlichkeit suchen, meine Damen und Herren. Und hier sehen wir das übergeordnete Bild. Big Tech hat jetzt die gesamten Gewinne seit der Corona verloren. Macht ja auch total viel Sinn, dass Unternehmen immer wertvoller werden, wenn die Wirtschaft im Lockdown ist, nicht wahr? Das ist so eines dieser fundamentalen Intelligenzprinzipien der Märkte. Also wir sehen, die sind jetzt von 10,2 Billionen an Marktkapitalisierung, nämlich diese großen Tech-Werte, Apple, Microsoft, Alphabet, Meta und Amazon, sind jetzt auf 5,9 Billionen gefallen. Die waren halt auch ein bisschen teuer. Was sollte man im Jahr 2023 machen? Da hatte die Bank of America ein paar Ideen. Die sagte, geht long in langlaufenden US-Staatsanleihen, die heute eine schöne Rallye gezaubert haben. Also die Kurse steigen, daran die dann fallen. Man erwartet, dass die Zinskurve sich wieder versteilt. Das passiert. Derzeit sind die Zinskurven ja massiv invertiert. Wenn diese Zinskurven dann praktisch sich invertieren, also praktisch das Gegenteil wieder passiert, die Zinskurven wieder steiler werden, dann kommt die Rezession, das ist in der Geschichte immer so gewesen. Man will long in China-Aktien sein, das macht derzeit Sinn, weil die chinesische Regierung jetzt komplett umgesteuert hat und versucht Stimulus zu machen, Immobiliensektor zu retten, man will seitens der Bank of America Gold und Kupfer halten. Ja, finde ich auch jetzt nicht so schlecht. Long Industrials und Small Caps, Short Tech. Man bleibt also bei
der Auffassung, dass Tech ein Problem bekommen wird. Diese Auffassung habe ich auch, auch wenn ich der Überzeugung bin, dass bei dieser Rallye dann Tech überproportional praktisch jetzt wird profitieren können. Man ist long in Banken aus der Eurozone, auch eine interessante Geschichte, aber auch das könnte erstaunlicherweise funktionieren. Und wenn Sie wissen wollen, was Sie am Markt shorten können, dann sollten Sie sich die Empfehlungen von Jim Cramer anschauen, der erwartet von diesen 10 Aktien, dass sie steigen. Sie wissen, ich gebe ja grundsätzlich keine Empfehlungen, meine Damen und Herren, aber jetzt bin ich schon sehr, sehr nah dran, wenn Jim Cramer sagt, diese 10 Aktien werden steigen. Dann werde ich, dann kriege ich so ein Zittern in den Fingern und suche den Verkaufsknopf, denn dieser Mann ist in jeder Hinsicht zuverlässig. Netflix, Meta ist dabei, schauen wir mal, wie das ausgeht. Aber hier ist jemand, der ist noch viel, viel bärischer, als ich es jemals gewesen bin, meine Damen und Herren. Es handelt sich um Eric Johnson von Cantor Fitzgerald, der hier allerdings leider, glaube ich, einen sehr, sehr validen Punkt hat mit seiner Argumentation. Er sagt, okay, in Sachen Gewinnerwartungen, die Chance, dass sie von jetzt an nach oben gehen, ist nicht gerade hoch, und das angesichts dieser Bewertungen, die wir derzeit haben, nämlich etwa 17 sind wir im S&P 500. Was ist das Argument für eine höhere Bewertung als derzeit angesichts eines immer schwächeren wirtschaftlichen Umfelds? Und das haben wir heute bestätigt bekommen. Da hat der Mann einen Punkt, und deswegen werden wir tiefere Kurse sehen. Da hat der Mann recht. Aber man muss dann eben auch umsteuern, wenn die Fed wirklich dann umsteuern muss. Kommen wir nach Europa. Hier sehen wir, die EZB will also die Zinsen noch bis Sommer ziemlich schnell anheben. So Villeroy, der Franzose, heute die Inflationsdaten geringer ausgefallen als erwartet. Auch das hat sich abgezeichnet, ein Stück weit 9,2%. Dennoch, wir sehen, dass die Kernrate weiter steigt, also die Inflation in der Eurozone ohne Energie und Nahrung. Und das zeigt, dass wir nicht nur ein Energieproblem haben, sondern ein strukturelles Problem auch der Glaubwürdigkeit unseres Geldes, der EZB insgesamt. Wer sozusagen eine solche Politik in den letzten Jahren gefahren hatte, der wird diesen Karren nicht wirklich aus dem Dreck ziehen können, nicht mit den Beteiligten. Dementsprechend sind wir jetzt auf ein neues Hoch gestiegen bei der Kernrate, auch wenn aufgrund der zuletzt gefallenen Energiepreise die Dinge ein bisschen besser ausschauen. Und, meine Damen und Herren, wir wollen mal 100 Jahre zurückgeblicken. Damals im Dezember 1922 lag die Inflation, bei 3.453%. Vielleicht schafft es die EZB noch bis dahin. Die eigentliche Hyperinflation begann jedoch dann erst 1923 mit der Besetzung des Rheinlands durch die Franzosen und der Weiterzahlung der Löhne für die streikenden deutschen Arbeiter damals durch die Regierung. Das hat sozusagen dann das Ganze fast zum Überlaufen gebracht. Und das fast zum Überlaufen, muss ich Ihnen gestehen, eine ziemlich beste neue Freundin, das ist Claudia Kempfert, die auch eine Kollegin ist, eines sehr, sehr guten Freundes von mir, Marcello Fraccherino vom DIW. Und jetzt müssen sich diese Aussage mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen in einem Tweet. Wir stecken in einem fossilen Energiekrieg, also Fossilenergiekrieg und einer ernsten Energiekrise. Wir sollten vorhandene günstige und nachhaltige Friedens- und Freiheitsenergien sofort ans Netz nehmen. Günstig, nachhaltig. Nein, die sind nicht so wirklich günstig. Nachhaltig, okay, da kann man vielleicht einen Punkt machen. Statt Hochrisikotechnologien, damit ist gemeint Atomkraft vor allem, brauchen wir Boosterprogramm für Erneuerbare. Also das ist eine unglaubliche Kindergartensprache, wie hier jemand sagt. Aber wann kommt dann die Friedensernährung, die Freiheitsbratwurst, der Friedensböller und der Freiheitsrasenmäher? Das ist wahrscheinlich dann die nächste Assoziation. Aber wir sehen, wie hier sozusagen mit solchen Begrifflichkeiten Assoziationen geweckt werden sollen, die faktisch alle Bullshit sind, wenn man sie mal genauer hinterfragt. Und das will ich, um jetzt zur Rubrik Reaktionär wieder zu kommen, gleich mal ein bisschen tun. Denn faktisch ist das, was wir derzeit tun, so, dass eben alte Braunkohlenmeiler jetzt wieder reaktiviert werden müssen, sodass die Emissionen um 8 Millionen Tonnen CO2 gestiegen sind. Also das ist die praktische Realität. Das andere ist das verschwurbelte Hoffnungs- und Wunschdenken.
Bedenken einer meiner allerbesten neuen Freundinnen. Und hier sehen wir mal die Kohleproduktion. Also selbst wenn wir dann irgendwann aus Kohle komplett aussteigen, aber entweder wir bleiben in Kohle oder in Gas, wenn wir Erneuerbare haben, die ja leider nicht grundlastfähig sind, nicht speicherfähig sind, also nicht permanent verfügbar sind, dann brauchst du eine Ersatztechnologie. Kohle ist die eine, Gas ist die andere, Gas bleibt teuer, Kohle wird auch nicht billiger, aber gucken wir uns hier mal die Kohleproduktion an, die ja CO2-intensiv ist. Dann sehen wir, dass China hier ein Mehrfaches an Kohle letztendlich hier an den Start bringt, dementsprechend ein Mehrfaches an CO2 emittiert. Und wenn wir mit unserem Anteil von 1,8% an den weltweiten CO2-Emissionen gar nicht mehr CO2 emittieren und uns alle auf der Straße festkleben, was echt ein geiles Happening wäre, dann würde das in etwa so wichtig sein fürs Klima, als wenn in China ein Sack Reis umfällt, könnte man vielleicht sagen. Aber gut, das ist natürlich schon ziemlich reaktionär, das zu sagen, meine Damen und Herren. Jetzt schauen wir uns mal hier die Pro-Kopf-Emissionen auf verschiedene Länder an. Dann sehen wir, USA geht konstant zurück, Deutschland geht konstant zurück, China und Indien steigen. Und diese Trends sind säkulare Trends, die werden nicht so schnell umkippen. Jetzt sagen wir aber, okay, dann ruinieren wir lieber unsere Wirtschaft und unsere Industrie, gell, weil unsere Kinder, die leben ja super aus der Substanz, ne, und dann lassen wir die am besten da leben, wo es gerade sind, ne, das wäre jetzt mein Vorschlag, meine Damen und Herren, gell, also das ist natürlich, Fakten sind reaktionär, meine Damen und Herren, man kann es nicht oft genug sagen, wir brauchen jetzt viel mehr Friedens- und Energie und so weiter, nicht, wo die herkommt, na, aus der Steckdose, ist doch klar, meine Damen und Herren, ist doch ganz einfach, muss man doch mal ein bisschen drüber nachdenken und mal auf der Seite des Guten stehen und das von einer Dame, die nämlich Claudia Kämpfer, die sehr, sehr stark im Öl- und Fossilbereich vorher unterwegs war, aber pscht, nicht weiter sagen, meine Damen und Herren. Jetzt kommen wir abschließend zu Empfehlungen. Warren Buffett setzt auf profitable Alternative zu Tesla. Ja, da ist wirklich Profit. Tesla musste jetzt ja seine Autos 40% billiger als in den USA verramschen, nämlich in China. Dort hat man die Preise massiv gesenkt, aufgrund eines eben erheblichen Nachfrageproblems. Erste Empfehlung, also BYD, Warren Buffett, schauen Sie sich das mal an. Dann Ukraine-Krieg. Russland will jetzt Staatsfirmen schröpfen, weil die brauchen ein bisschen Geld jetzt. Krieg kostet, Sanktionen tun doch ein bisschen weh, also müssen jetzt der Staatsfirmen irgendwie herhalten, die aus dem Rohstoffsektor sind vor allem. Und dann, es gibt eine neue Haltung gegenüber China in Europa. Hochinteressante Aussagen von meinem Kollegen Dui Enos und dem China-Kenner. Also drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Jetzt empfehle ich mich ins Wochenende, wünsche das Allerbeste und sage Servus und Ciao.